Liebe Rechtspositivisten, wie ist das? Angenommen, in Österreich entwickeln mehrere Millionen Menschen eine kollektive Geistesstörung. Um jetzt die Emotionen nicht allzu sehr anzustacheln, nehmen wir ein harmloses Beispiel. Sagen wir, die Massenpsychose sorgt dafür, dass 4 Millionen Wähler eine irrationale Angst vor langen Haaren entwickeln. Dürfen diese 4 Millionen dann ein Gesetz beschließen, mit dem alle Langhaarigen gezwungen werden, ihre Haare zu schneiden? Oder hat die langhaarige Minderheit ein Recht darauf, in Ruhe gelassen zu werden? Und wenn das wirklich ein Problem ist, kann die Minderheit von den 4 Millionen verlangen, dass die sich ihre Geisteskrankheit behandeln lassen? Was ist, wenn diese Mehrheit ihre irrationale Angst vor langen Haaren, Frauen, Schwulen oder was auch immer in eine Religion packen, mit einem Haufen esoterischen Schmonzens überhäufen? Dürfen die dann ihre Phobie unter eine religiöse Schutzgruppe stellen und per Gesetz anordnen, dass ihre Phobie nicht mehr Phobie genannt werden darf, selbst wenn es sich eindeutig um eine Phobie handelt? Darf Religion die Wahrheit und Realität zum Schaden der Vernünftigen brechen? Was, wenn die verrückt gewordene Mehrheit die Kritik an ihrem Wahnsinn, ironischerweise oftmals Kritik an ihrem eigenen Hass, als Hate Speech diskreditiert? Und ganz wichtig, kann die Wahrheit Hassrede sein?